Boah, das ist richtig geil. Du Schwuchtel, Digga. Das ist auf Video. Ich schwöre richtig. Nein, hey, Leute, was geht ab? Ihr wollt ein Map gegen Lappen? Ich mache ein Map gegen YouTube. Ich bin hier gerade. Warte mal. Scheiße, kann ich mich nicht. Nebenbei ist Jan am Verlieren. Auf jeden Fall, Jan nimmt gerade FIFA auseinander, während wir hier YouTube auseinandernehmen. Seht jetzt hier diese YouTube-Screen. Ich habe keinen Bock, das so aufzunehmen, dies, das. Weil das Video wird eh gesperrt, deswegen will ich mir nicht so viel Mühe geben. Ich beleidige einfach ohne Grund. Egal, wer jetzt in dieser Startseite vorkommen wird, er wird von A bis Z beleidigt. So unnötige Let's Player, diese Opfer will ich mir gar nicht reinziehen. Wir sehen schon direkt Upper Red. Das Video fängt schon mal gut an, weil ich kann mir sein Gesicht eigentlich gar nicht geben. Warum keine Videos mehr mit Leon Mancher kommen? Punkt, Punkt, Punkt. Interessiert ja die ganze Welt, deswegen gucken wir uns mal an. 500.000 Klicks. Ja, moin Leute, Abos. Bruder, wieso wird der immer noch gehatet? Ja, ich hab jetzt schon keinen Bock auf seine Fresse. Nein, ey, Jan. Was? Wieso wird der immer noch gehatet? Junge, interessiert mich nicht. Er fängt einfach immer an. Aber was wetten wir, dass er irgendeine Ansage macht, dass er mit Leon Mancher ein Million Videos machen wird? Dann machen wir okay, scheiß drauf. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Oh, was hat so ein Jahr in der Hose, Digga? So ein Jahr! Nein, nein, wie kommt er? Er hat so einen Schwanz, Digga! Was da? Er läuft so zum Tor! So läuft er zum Tor, Digga! Da waren und Action! Bruder, weißt du, was mich schon am Anfang aufregt? Wieso? Wenn du nicht schnell reden kannst, wieso versuchst du schnell zu reden, Digga, ja? Walla, gib dir das mal. Ich schwöre, das provoziert mich unnormal. Die so denken so, ich habe deutsche Sprache drauf, ich mach schnell. Guck mal. Ja, moin, Leute. Apos auftragen, schau mal von meiner weiteren... Was ist das, Bruder? Da steht gar nichts dran. Scheiß drauf, Bruder, ja, Walla. Ich habe keinen Bock, das anzugucken. Das Ding ist, das Video wird ab jetzt sowieso gesperrt. Grüß in Hamburg, lass mein Video sperren, ciao. College was verlässt, ciao. Ich will College machen. Aha, direkt darunter Simon Desk mit seiner Freundin, Digga. Ich denk mal, das ist seine Freundin oder irgendeiner von seinen Groupies. Ich wusste gar nicht, dass Simon Desio noch Videos macht auf meiner Arbeit. Wir geben jetzt Simon Desio. Wir ficken nicht ihn, aber vielleicht seine Freundin im Video. Das ist halt Porno. Das ist halt Walla, ich wollte gerade sagen, wenn man erotische Musik macht, man denkt, sie hat so ein Dildo in der Hand und schlägt ihn die ganze Zeit damit. Guck mal mit Dings, mit anderen Melodie und Dings. Stellt euch mal vor, das Ding ist so Schwanz. Ja, was kann man hier von mir sagen? Simon, Bruder. Janne, denkst du wirklich, wir gucken das Video an und gar nicht deine Freundin an? Ganz ehrlich. Ist asozial, aber wer würde sie ficken? Und weil andere Frage, wer würde sie nicht ficken am Monat? Ey, die ist Engländerin, ne? Hast du mir gerade gesagt. Bulgarin, aus dem Sommerclub. Aber kein Bulgarin. Du hast gesagt Bulgarin. Du bist ja Harte-Fan. Also, wo weißt du das? Sommerclub hab ich gesehen. Sehr schicki. Nein, hallo. Sie ist bestimmt nicht so, ne? Das ist bestimmt so eine Ding. Vernünftige. Ich schwöre. Das ist anständig. Weiter, ja? Ich will nicht so viel auf den Leuten rummachen, weil wir haben sehr viele auf der Startseite. Simon, Bruder, gönn mal ein bisschen ab, Digga. Gronkh will ich gar nicht beleidigen, der macht mehr Geld als Dings, Pablo Escobar, Monaroy. Das ist ja, boah, Fenerbahce, das gucken wir uns auch kurz an, wie Manu Nash gefickt worden ist. Ich zeig euch nur kurz das, ohne Kommentar. Ali Kaldirim für Musa. Bam! So wurde Manu gefickt, jetzt ficken wir weiter. Ich wurde wegen Volkhetzung verurteilt. Alkuchen. Das Ding ist, ich bin gespannt, was da passiert, weil ich wurde selber voll auf wegen YouTube angezeigt. Ich bin mal gespannt, was der labert jetzt. Wegen Volksverhetzung angezeigt. Da geht es halt um zwei Tweets, die ich mal abgelassen habe. Was? Ach, ja, auf jeden Fall habe ich halt jetzt hier den Strafbefehl liegen. Also ich muss nicht in den Knast oder so, ich muss Geld zahlen, aber trotzdem. Ja, und zwar geht es halt um zwei Tweets. Da habe ich einmal noch einen Witz gepostet, und zwar, was ist der Unterschied zwischen Juden und Pfadfindern? Könnt ihr euch ja denken, die Pfadfinder kamen ja auf jeden Fall zurück. Da, wo sie waren. Insgesamt als Strafe habe ich halt bekommen, dass ich 523,50 € zahlen muss. Digga, ich musste 1.500 € zahlen, weil ich irgendwelche fremde Leute mit Fanta Exotik abgeworfen habe, Amanaroy. Ich fick YouTube, Alter. Nur Minusgeschäft bei mir. Bei mir auf jeden Fall nur Minusgeschäft. Guck mal, ich mach zum Beispiel das Video jetzt gerade. Das wird eh gesperrt. Aber ihr fickt mir seit Jahren meinen Kopf, Merk. Wieso machst du keinen Merk gegen Lappen? Hier, ich fick die ganze YouTube-Startseite. Ich gebe euch das Beste. Wird alles gesperrt. Letztens auch SchülerVZ-Models. Ich habe irgendwelche Hurensöhne von 1999 beleidigt. Ich muss fast in den Knast gehen, Amanaroy. Schon wieder zur Polizei. Aha. Bibis Beauty Palace. Tschüss, guck mal, bei ihr kann man Werbung nicht mal überspringen, ne? Ich muss mir sogar jetzt Werbung reinziehen, damit ich eine Missgeburt beleidigen will, Alter. Ich krieg mein Leben. Und die verdient dabei noch Geld. Hallo, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen Video. Das Lustige ist, dieses Mädchen, ne, will nur so ein Statement-Video machen, irgendwas labern. Sie kriegt 1,2 Millionen Klicks.
Was mach ich falsch, aber noch? Ich beleidige ganz YouTube, krieg 2 Klicks. Ich freue mich mega, dass ihr heute alle am Start seid, weil ich mich einfach so sehr auf dieses Video gefreut habe. Ich hab so viel Probleme für euch, dass ich dieses Video endlich gegen das Team von YouTube kennzeichnen. Ich hab neuen Geruch von Pinocchio. Neuen Geruch, Leute, könnt ihr das glauben? Könnt ihr das glauben? Ja, chill mal kurz. In Russland, in Deutschland, in Afghanistan, überall Pinu. Sie hat mehr Geld, als wir jemals machen werden, Junge. Wieso hält man sie? Oh, wie bleiben sie? Ey, warte kurz, lass mal kurz zuhören, was sie uns sagen will. Schauen. Und heute, in diesem Video, darf ich euch endlich erzählen, dass es eine komplette Pinu-Neuheit gibt. Ich wusste es einfach. Ich schwöre, ich wusste es. Es hätte man auch auf der Welt können. Und das darf ich euch endlich heute zeigen. Ey, sie darf uns endlich ihre neuen Sachen zeigen, Bruder. Sie darf. Du siehst, ab heute sind die Produkte erhältlich. Also ab genau in der Sekunde. Es gibt... Ey, Jungs, lass mal los jetzt. Ich will shoppen. Aha. Sieht schon aus wie eine Schwuchtel. XXL Haul. Amanako, ich weiß bis heute nicht, was ein Haul ist. Plus Special. Tschüss. Gebt euch diese Dislikes. Der ist auf jeden Fall beliebt. Nein, Leute, weißt du, was ich mich frage? Auf jeden Fall, ich müsste eigentlich der meistgehasste YouTuber sein, weil ich nur beleidige. Ich bin der Assoziate. Ich hab Hass auf jeden. Aber ich krieg keine Dislikes. Janne, können wir mal irgendwie machen, dass diese armen Schwuchtelkinder keine Dislikes kriegen? Und damit, weil die geben sogar Wert darauf. Die sagen sogar, bitte gib mir einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat. Ich sag, Rexman macht gar nichts. Ich hab mehr Likes. Mehr Like, diese Differenz, als die am Anderen, Digga. Was läuft bei euch falsch, ihr Yo, Leute, was geht? Ich bin Mega Pablo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, Leute, weil die letzten XXL heute so gut bei euch ankommen, dachte ich, ich mach direkt einen hinterher. Und heute gibt's nicht nur neue Sneaker und fresh Outfits von der Shop, sondern heute bist du in den Arsch... Schneider, bist doch du! Schneider, holländische Schwanz! Chill mal. Das Ding ist, du hast ja sowieso schon Dislikes. Ja, ne, schlimmer kann's ja nicht werden, wenn ich beleidige. Kommt ein paar Dislikes dazu, aber scheiß drauf, Bruder. Merkt man aber eh nicht. Sondern, Leute, heute kommt endlich das angekündigte Special, wovon ich euch im letzten Video erzählt habe. Heute ist es endlich soweit. Der Release von etwas mega krassem, woran ich die letzten Wochen gearbeitet habe. Ja, Leute, komm zum Punkt, du Schwuchtel, Digga. Voila! Auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und so viel kann ich ja schon mal sagen. Das Special befindet sich in... Nächstes Video. Männer erraten Preise von Frauenprodukten. Julienzo. Vor einem Tag über... Willkommen zu meinem Video. Liebe Leute da draußen, die vor den Monitoren sitzen. Heute haben wir einen Gast hier und zwar... Hallo. Es ist der Amanagoy, er sieht aus wie dieser eine von die Unglaublichen Amanagoy. Guck, das sein Gesicht an. Wie kann man eins zu eins aussehen? Gib euch mal diesen Vergleich, Leute. Wie kann man eins zu eins... Tut mir leid, falls du das erste Mal auf seinem Kanal gelandet bist. Aber kann man so aussehen wie dieser eine Flitzer, Alter. Bitte gib dir dieses Gesicht. Amnesie. Lass mal noch einen richtigen Kracher nehmen, Digga. Sag mal schnell irgendeinen Namen, wie soll ich beleidigen? Bruder, du machst doch voll auf Wattverschwacken in letzter Zeit. Sag mal, wen ich noch beleidigen kann. Bastard. So richtigen Hurensohn. Ich geb den Namen ein, den machen wir als Special End. Fick Sam Darling jetzt, komm. Ja, ich hab immer gesagt, komm, wir ficken ihn nicht, weil er mein Video sperren lässt. Du Hurensohn, wenn du dieses Video sperren lässt, ich find dich, Digga. Jo, Alter, was ist das? Das ist schon wieder eine Schwuchtel, Digga. Ja, ich hab keinen Bock mehr auf diese Schwuchtel. Ganz gut, du bist voll mit Schwulen, Alter. Der doch bis Sex zu machen, Digga. Hi, Bitch. Falls du nur hier bist, um irgendeinen Rassisten-Scheiß in die Kommentare zu schreiben, dann schau das Video doch bitte vorher zu Ende. Danke. Außerdem gibt's noch was zu verkünden. Du Sohn, wie sieht der aus, Lang, Digga? Ein Bastard bist du, ein Bastard. Boah, ich kipp gleich um, Digga. Da bin ich jetzt aktiv. Was macht der? Ich schwöre, jeder einzelne YouTuber auf dieser Trendstartseite soll deine Mutter ficken. Jetzt red weiter, du. But at least you only tried. Boah, I'm in the stream. Guck mal. Was ist das, Digga? Dein Gesicht an, Junge!
Ich hab gar keinen Bock, nicht zu arbeiten. Guck mal, du Teufelsgeburt, Alter. Ich schwör, ich bin gegen Schwule. Bin ich und jetzt? Ich hör auf Männerjagd mit Chrissy Dolliches, der kleine Hurensohn, ja. Walla, zwei Schwule haben sich getroffen. Das Video ist vorbei, Jungs. Ich hab keinen Bock mehr, Monaco. Wenn euch das Video gefallen hat, macht gar nichts, Junge. Seit 5 Jahren sage ich, macht gar nichts. Ihr gebt immer noch Daumen hoch. Gebt mir keinen Daumen hoch. Teilt dieses Video nicht. Ich will nicht, dass das irgendwelche Hurensöhne sehen. Ich will mit 10 Klicks leben. Gebt mir diese Klicks nicht. Ansonsten wird dieser Kanal noch gesperrt, Alter. Ich bin gespannt, wie lange dieses Video online wird. Und dann wisst ihr, was wir machen, Jungs? Voilà. Gebt mir keinen Daumen hoch. Teilt dieses Video nicht. Ladet dieses Video runter. Und postet das auf euren Fake-Kanälen. Jeder, der einen YouTube-Account hat, soll dieses Video hochladen. Ladet das überall hoch. Diese ganze YouTube soll damit verpestet werden, Digga. Einen Army. Einen AMK-Army. Ihr wisst Bescheid, wer sowas toleriert, der soll mich nicht tolerieren. Ich hab keinen Bock, mit sowas gleichgestellt zu werden. Ich bin gegen sowas. Ich bin offiziell gegen solche. Das sind keine Menschen in meinen Augen. Das sind keine Schwule mehr. Das sind einfach nur. Und wer will. Keiner. Ansonsten schieb mich ab. Bitte schieb mich ab. Aber hier könnt ihr mich abschieben. Ich hab deutsche Pass. Nein, das war. Er hat die ganze Zeit einfach. Er denkt, wir sind im Rap-Video, Bruder. Er macht so hinten nichts. HDF. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, macht einfach. Gar nichts. Ey, willst du einmal dieses Dings machen? Tschö? Ja. Okay, dann mach du. Was schlecht, Digga. Willst du machen? Nein. Du hast eh Schnupfen, Bruder, weil die geht das nicht. Nein, ich will das nicht machen. Du kannst das, Bruder. Ja, mach du jetzt. Oh, das ist die holländische Schweine. Er verliert. Auf jeden Fall, Leute. Wie gesagt, ladet dieses Video überall hoch. Ciao.